Ja, wir sind ja jetzt da am neu eröffneten Spielplatz in Welzeneck, den man ja hinter uns ganz gut sehen kann. Ich bin total froh, dass der jetzt wieder von den Kindern genutzt werden kann. Ich habe 2 Anträge gestellt im Gemeinderat und jetzt ist es endlich soweit, er ist neu eröffnet. Es gibt neue Geräte für die Kleinen, es gibt Geräte, die auch die Jugendlichen nutzen können und dass wirklich alle die vielen Kinder, die da in diesem Stadtteil Welzeneck wohnen, einen neuen, wirklich tollen Spielplatz haben. Da bin ich sehr froh, dass mir das gelungen ist, dass dieser Antrag jetzt endlich umgesetzt wurde und der Spielplatz neu gemacht worden ist. Ja, herzlich willkommen hier im Stadtteil Welzeneck. Ein großer Stadtteil der Stadt Klagenfurt, aber es freut mich natürlich, dass wir einen lebenswerten Stadtteil haben und das ist ganz, ganz wichtig. Als Bildungsreferent wichtig, einer der größten Schulstandorte und Kindergartenstandorte, die wir haben. Und als Sportreferent ist es mir wichtig. Angrenzend ist die Sportanlage hier in Welzeneck und als Gesundheitsreferent auch wichtig, die Grünflächen, dass die Bevölkerung, dass die Kinder, die Jugendlichen die Möglichkeit haben, dass sie sich hier bewegen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass wir hier im Park im Welzeneck und in den anderen Parks, die es ja noch gibt, den Schlosspark und den Schachtalwald, dass es hier Treffpunkte gibt, wo man sich bewegen kann, aber wo man sich auch in der Freizeit gemütlich treffen kann. All das ist Welzeneck, all das macht den Stadtteil aus. Und wie gesagt, die kleine Hauptstadt von Klagenfurt, in 10 Minuten ist man am neuen Platz, aber der Park im Welzeneck zum Beispiel lädt ein zum Verweilen und ist mit Sicherheit ein Treffpunkt, auf den wir alle stolz sein können. Wir waren ja heute den ganzen Tag im Welzeneck unterwegs mit dem Franz und mit der Ines. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Gerade vor Schulbeginn war es richtig spannend, dass wir vor allem auch mit den Eltern noch einmal reden, dass wir fragen, ob es Sorgen gibt, ob was am Herzen liegt. Wir haben uns da den Kinderspielplatz angeschaut. Das war ja eine Idee von der Ines, den sie als Gemeinderätin eingebracht hat. Ja, und gerade vor Schulbeginn ist es wichtig, noch einmal zu fragen, gibt es Dinge, die am Herzen liegen? Können wir ein bisschen was machen gemeinsam für Welzeneck? Und das war heute der Tag, hat wirklich viel Spaß gemacht und wir kommen gerne wieder.